2021 gab es rund 3.700 registrierte Verkehrsunfälle, wobei ca. 2.700 Menschen verletzt wurden. Das Fahrrad ist das klimafreundlichste Fortbewegungsmittel. Das heißt aber nicht, dass es auch das sicherste ist. Rund 15% des Hamburger Stadtverkehrs machen die Fahrräder aus, aber nicht unbedingt jeder fühlt sich dabei wohl und sicher. Ich mache heute mal den Test und werde neue und alte Radwege in Hamburg ausprobieren, gucken, wie viel CO2 ich dabei sparen kann, und ich werde einen Experten fragen, wie er die Situation einschätzt. Damals habe ich mich extrem unsicher gefühlt, in Hamburg Rad zu fahren, weil einfach super viele unterwegs waren, super viele Autos, super viele Hindernisse und die Radwege auch wirklich schlecht waren. Ich werde meinen Tag damit verbringen, eine kleine Kurierfahrt zu machen und ein Paket von A nach B zu bringen. Und ich werde auch ein bisschen Lieferservice spielen und eine Essenslieferung ausliefern. Und dabei will ich natürlich gucken, wie hat sich das Ganze verändert, wie sicher fühle ich mich und wie viel CO2 kann ich sparen. Es ergibt total viel Sinn, den Straßenverkehr ein bisschen aufs Fahrrad umzulegen. Denn 2019 waren 18% der Treibhausgasemissionen der Straßenverkehr. Experten schätzen, dass man 30% des Verkehrs aufs Fahrrad umlegen kann. Und das ist nicht nur gut für unsere Städte und die Straßen und die Lärmbelästigung, sondern auch für unsere Gesundheit. Außerdem spare ich mit dem Fahrrad 140 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilometer im Vergleich zum Auto. Damit immer mehr Leute auf das Fahrrad auch umsteigen, hat Hamburg sogenannte Velorouten eingerichtet. Die sollen nicht nur schneller und effizienter sein, sondern auch sicherer. Und das möchte ich jetzt einmal austesten und Fahrradkurier spielen. So, Kurierdienst erfüllt. Dankeschön. Danke. Ciao. 38% der Deutschen sind schon regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs und 41% geben an, dass sie das Fahrrad gerne noch ein bisschen öfter benutzen wollen. Das Fahrrad ist tatsächlich das Fortbewegungsmittel mit dem höchsten Wachstumspotenzial. 63% der Radfahrenden geben tatsächlich auch an, dass sie sich dabei ganz sicher fühlen. Ich kann es jetzt von mir nicht ganz behaupten. Ich fand zwar den ersten Streckenabschnitt vom Studio hierher ganz schön, es war ruhig, es waren fast keine Menschen, aber danach ab dem Hauptbahnhof hat man, glaube ich, schon gemerkt, dass sehr viele Leute, sehr viel Verkehr, man war irgendwie auf so einer fünfspurigen Straße, stand da mittendrin, und das gibt mir alles andere als ein gutes Gefühl. Vom Zeitdruck her war das für mich tatsächlich auch okay. Ich wusste, 20 Minuten für die Strecke ist auf jeden Fall machbar, und da wir jetzt nicht irgendwie super viele rote Ampeln hatten oder Hindernisse, war das total okay. Ich glaube, was förderlich ist, damit man sich ein bisschen sicherer fühlt, ist, dass man seine Routen kennt, die man fährt. Ich bin jetzt diese Strecke zum ersten Mal gefahren und da war ich mir ein bisschen unsicher, wo bin ich jetzt richtig, wo nicht. Aber ich glaube, wenn man die Strecke öfter fährt und weiß, wie die Verkehrsführung ist, dann geht das Ganze auch. Wir sind ja auch ein paar Fahrradstrecken, Fahrradstraßen gefahren. Das ist ja schon mal ein super Ansatz. Allerdings müssen diese auch gekennzeichnet sein, dass ich weiß, okay, ich befinde mich gerade auf einer Fahrradstraße und ich habe hier irgendwie Vorrecht. Und damit bin ich tatsächlich auch nicht alleine, denn laut einer Bundesumfrage wird von der Politik das hier gefordert. Dass zum einen mehrere Radwege gebaut werden, eine bessere Trennung der Radfahrenden von den Pkw-Fahrenden und den zu Fuß gehenden stattfindet, mehr Schutz- und Radfahrstreifen eingerichtet werden, es sichere Fahrradabstellanlagen gibt und mehr Fahrradstraßen ausgebaut werden. Auch in Hamburg muss noch einiges passieren. Die Stadt möchte zwar, dass 25% des Straßenverkehrs Radfahrende ausmachen, aber die Hamburger Radfahrenden haben laut einer Umfrage beim ADFC angegeben, dass sie sich nicht sonderlich sicher fühlen. Sie haben für Sicherheit eine 4- vergeben, und das ist natürlich alles andere als gut. Was tut die Stadt Hamburg für die Sicherheit der Radfahrenden? Für die Sicherheit des Radverkehrs wird im Moment in Hamburg gerade eigentlich wieder die Trennung des Fahrradverkehrs von der Fahrbahn diskutiert, auch umgesetzt, also mit einem Bordstein trennende Elemente einbauen, so dass der Radfahrende nicht mehr den direkten Kontakt zum motorisierten Verkehr hat. Was über den Radverkehr sagt, wo sind in Hamburg Ecken, wo viele Unfälle passieren, und wie passieren die überhaupt? Zwischen 30% und 40% der Radfahrerunfälle beim Abbiegen passiert, beim Rechtsabbiegen. Und deshalb auch immer die Bemühung, den Radverkehr an Knotenpunkten möglichst dicht an den motorisierten Verkehr zu führen. Bei diesen 40% Unfällen sind nochmal 80% davon Lkw-Unfälle. Also mir fällt gerade ganz konkret die Situation ein am Dammtor. Da ist ja eine riesengroße Kreuzung, und da sind ja die Fahrradflächen wirklich richtig prägnant rot markiert. Ja. Und da habe ich mich wirklich sicher gefühlt, obwohl es ja eine enorm große Kreuzung ist. Lass mal ein Like da, wenn du dich mit dem Rad im Straßenverkehr auch sicher fühlen möchtest. Weil das ist einer der Schlüssel im Moment in der Stadt. Nämlich, dass wir die Fläche nur einmal haben und wir müssen es aushandeln. Ich bin ja heute ein bisschen auf diesen Velorouten gefahren. Die waren mir tatsächlich vorher gar nicht so bekannt. Also die Velorouten sind ja ein Baustein
der Radverkehrskonzeption in Hamburg. Also wir haben Bezirksradkonzepte, dann haben wir ganz gesamtstädtisch, das sind die Velorouten, also nämlich der Versuch und damit auch die Umsetzung, dass man konzeptionell vom Rand der Stadt in die Innenstadt und dann natürlich auch tangential die Radverkehrsbeziehungen konsequent ausbaut. Ja. Und dass die dritte Ebene, die würde jetzt dein Standort auch, nämlich Elmshorn, ansprechen, nämlich die Radschnellwege. Das bedeutet, die gucken ja dann bis nach Lübeck, bis nach Elmshorn raus. Conny, vielen lieben Dank. Ich muss jetzt los Essen für meine Kolleginnen holen. Die haben nämlich schon Hunger, ich auch. Also vielen, vielen Dank und bis dann. Ich leider nicht ganz geschafft. Das macht aber nichts. Ich gehe jetzt rein und hol das Essen. Das wäre jetzt mit dem Auto natürlich ein bisschen praktischer, aber kriegen wir auch. Geschafft! Oh. Also, ich muss sagen, ich bin soeben die wohl schönste Veloroute in ganz Hamburg gefahren, da an der Alster entlang. Es war ein absoluter Traum und es waren halt wirklich fast keine Autos unterwegs, also ich habe mich sehr, sehr sicher gefühlt. Alles in allem war das aber sehr durchwachsen, also sowohl die Strecke heute Morgen als auch die Strecke zum Essen holen. Gab es immer mal Passagen, wo ich gedacht habe, hier fühle ich mich jetzt nicht ganz so sicher, aber es gab natürlich auch richtig, richtig schöne Strecken. Und ich hatte eine Menge Spaß. Ich habe auch einiges dazu gelernt in dem Gespräch mit Conny. Und zwar, dass die objektive und die subjektive Sicherheit natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und auch wenn ich ganz, ganz nah an einem LKW vorbeifahre, ich trotzdem sicherer bin, als ich mich eigentlich fühle. Ich bin heute ein bisschen über 22 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Es hat sich nach deutlich mehr angefühlt, aber ich habe immerhin 3 Kilogramm CO2-Äquivalente gespart. Das ist so viel, wie bei der Herstellung von 1 Kilogramm Schweinefleisch anfällt. Und ich bringe jetzt meinen Kollegen mal ihr Mittagessen, die verhungern sonst. Und wenn du jetzt wissen willst, wie man entspannt und komfortabel mit dem E-Bike unterwegs sein kann, dann hat Miru hier den Praxistest für dich gemacht. Und ich verabschiede mich. Bis dann!